Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autosiastic. Heute geht es wieder um unseren Jugendtraum. Und zwar einmal, was passiert mit dem Golf? Wie geht das weiter mit dem Golf? Sollen wir überhaupt noch weitermachen? Soll das Ding verkauft werden? Soll das Ding getauscht werden? Soll das Ding versteigert werden? Dann haben wir ein neues Projekt. Was wollen wir als nächstes machen? Da haben wir uns schon ein bisschen was ausgedacht. Und ich werde auch ein bisschen was zeigen, was ich so im Kopf habe, wo wir alle richtig Bock drauf haben. Und dann geht es natürlich nochmal um Fahrzeugschein.de. Ne? Und zwar haben wir ja für euch eine richtig, richtig geile Plattform für euer oder eure Fahrzeuge entwickelt, wo ihr in Zukunft eigentlich alles, was euer Fahrzeug betrifft, abwickeln könnt oder nachschauen könnt. Alle Infos, die ihr braucht. Ne? Das heißt, ihr müsst nur einmal ein Foto von eurem Fahrzeugschein machen und habt alle Angaben, was euer Fahrzeug angeht, direkt bei uns digitalisiert und könnt von da aus wirklich alles Mögliche machen. Komm mal rüber, Alex, ich zeige das einmal. Hier haben wir im Prinzip, ich habe hier einmal meine S-Klasse drin. Ne? Ich habe natürlich noch ein paar mehr Autos da drin, aber hier geht es jetzt mal um die S-Klasse. Das heißt, wir haben hier einmal den Fahrzeugschein digital ausgeschnitten, dass ihr den immer sozusagen vor Ort da habt. Kfz-Steuer wird automatisch angezeigt. Ihr könnt euer Fahrzeug teilen. In Zukunft wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass ihr hier den QR-Code habt. Wenn ihr in die Werkstatt geht, kann die Werkstatt den QR-Code einfach scannen. Bob hat alle Angaben und Fahrzeugdaten von euch automatisch bei sich im System vorhanden. Hier habt ihr alles, ich mache das einmal im Schnelldurchlauf, ne? Komm mal nochmal her. Hier habt ihr alle Angaben, ne? Kilometerstand müsst ihr natürlich selber angeben. Wenn TÜV abgelaufen ist, werdet ihr natürlich erinnert. Und neu, ich gehe jetzt mal nicht alles durch, aber neu, die Neuigkeiten, die müsst ihr auf jeden Fall sehen. Und zwar haben wir alle Flüssigkeiten, die in euer Fahrzeug kommen. Da muss man nochmal vorbeikommen. Natürlich könnt ihr das auch als Mobile First Version auf dem Handy alles machen. Und hier seht ihr jetzt Motoröl, ne? Dann habt ihr die Freigaben, Viskosität, die Menge, die überhaupt reinkommt. Dann habt ihr die Kühlflüssigkeit, dann habt ihr Bremsflüssigkeit, natürlich Getriebeflüssigkeit. Das heißt, alle Flüssigkeiten, die in eurem Fahrzeug vorkommen, haben wir da mit Freigaben und Angaben für die Menge, die da reinkommt. Das ist etwas, was normalerweise eigentlich, ehrlich gesagt, nur für Werkstätten zugänglich ist. Aber wir haben das für euch hier mal mit reingeschmissen. Ne? So, dann kommen wir zu dem nächsten. Und zwar haben wir jetzt hier, das ist nämlich auch immer sehr, sehr nervig, da musst du nochmal vorbeikommen. Und zwar haben wir hier bei den Maße und Gewicht, haben wir hier auch die Reifen mit untergebracht. Das heißt, da sind jetzt die eingetragenen Reifen in eurem Fahrzeugschein, wie das Fahrzeug ausgeliefert worden ist. Für euch haben wir jetzt aber alle Reifengrößen, die hier auf eurem Fahrzeug gefahren werden dürfen. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr denkt, oh, welche Reifengrößen darf ich eigentlich fahren, dann wisst ihr, welche ihr fahren dürft. Ne? Das heißt, Felgen und Reifengröße, die für euer Fahrzeug zugelassen sind. Also, jetzt mal im Ernst, das ist echt schon krank. Ne? Also, und ich muss auch wirklich sagen, wir sind wirklich ein bisschen stolz darauf, so eine Plattform hier mit Topmotive zu entwickeln, weil das ist wirklich total krank eigentlich, was hier passiert. So, jetzt kommen wir aber zu einer ganz wichtigen Sache. Und zwar, ich weiß nicht, ob das schon welche mitbekommen im Radio und sowas, geht das gerade, wird das oft gesagt, die Versicherung, die Kfz-Versicherung werden nächstes Jahr bis zu 16% teurer, weil wohl irgendwelche Schäden und was auch immer. Und dadurch, dass wir den Partner Check24 hier mit an Bord haben, könnt ihr direkt eure Versicherung hier neu vergleichen. Und ich habe es nämlich mal gemacht und ich kann euch sagen, ich spare jetzt, und ich habe Vollkasko-Versicherung, ich zahle nächstes Jahr eigentlich über 900 Euro und bin jetzt, wenn ich hier das vergleiche, bei nicht mal 600 Euro. Das heißt, schaut gerne mal rein, guckt euch das an, hau mal ab, guck dir das mal an, Digga. So willst du filmen, Alter. Wie soll ich so filmen, Digga? So, also, denkt dran. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure Kfz-Versicherung neu abzuschließen, die alte zu kündigen und eine neue abzuschließen. Das mit Check24 und ganz einfach über Fahrzeugschein.de, weil ihr habt einfach alles an Angaben für euer Fahrzeug schon hier drin. Das Einzige, was ihr für die Versicherung noch braucht, sind meistens ein bisschen Versicherungspapiere, weil die SF-Klasse drin steht und all so ein Kram. Aber ich denke, das ist so einfach, da müsst ihr mal reinschauen.
So, und jetzt geht's weiter mit dem neuen Projekt. Ne? Das heißt, die Reihenfolge, die ich am Anfang gemacht habe, ist egal. Aber ich will euch mal zeigen, was wir uns so ein bisschen überlegt haben, was wir gerne machen würden. Aber dafür brauchen wir eure Meinung. Das heißt, ihr schreibt mal bitte schön drunter, was wollt ihr in Zukunft sehen? Das heißt, wir wollen das Format Jugendträume auf jeden Fall weiterführen und überlegen jetzt halt, was wir als nächstes für ein Auto nehmen. So, und vor allen Dingen, was für einen Umbau wir machen. Und wenn es größere Umbauten sind, dann muss man auch immer damit rechnen, dass natürlich auch technische Videos kommen. Das heißt, vielleicht Motor oder Karosserie. Und ich würde das am liebsten alles so ein bisschen verbinden. Aber ihr guckt die Videos, dementsprechend wollen wir da ein bisschen auf euch hören und einfach mal ein bisschen Rückmeldung von euch haben. Und jetzt kommen wir rum, Alex. Da muss er hier immer wieder rum. Ne? So, und zwar, es ist nicht gekauft, aber ich habe überlegt, die Jungs waren hier am Wochenende von Manol bei der DTM eingeflogen worden, sage ich hier schon, eingeladen. Und die meinten, das war richtig geil und dies und das und jenes. Und da habe ich gedacht, weißt du was, eigentlich haben wir ja die Möglichkeit mit unserer Werkstatt hier, mit der ganzen Ausrüstung von Gedore und VSG und also Rotary Lift und all so ein Kram. Wir haben eigentlich alles hier, um so ein Auto zu bauen. So. Und jetzt habe ich überlegt, wir bauen so ein Ding einfach mal aus Blech oder versuchen das einfach mal. Ich habe so ein Auto auch noch nicht gebaut, aber ich hätte derbe Bock drauf. Und jetzt zeige ich euch mal, was man so machen könnte. Alex blendet das einfach mal ein, weil hier auf dem, ich glaube, hier kommt das nicht so ganz rüber. Ich kann mir vorstellen, sowas können wir selber bauen aus Blech. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn es genug Kommentare gibt und genug Likes für dieses Video und vielleicht auch mal ein paar neue Abonnenten, dann denke ich, kriegen wir das auch hin, so ein Auto mal zu bauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus zum Golf und schauen mal, was da so los ist und gucken, was wir damit eigentlich machen. Ne? Oh, guck mal hier. Verdeck funktioniert vielleicht wieder. Funktioniert. Ja? Ah, na gut. Das ist ein anderes Problem wieder. Entweder Tür, Steuergerät, ja. Oder aber Versorgung, Plusversorgung von der Tür. Ah, ja, sehr schön. Ja, geil. Das gute CL Cabrio. Ja, eigentlich ein geiles Video, ja. Da hat bei dem CLK das Verdeck nicht funktioniert. Wahrscheinlich lag es an der Sicherung und Fensterheber, ne? Aber das ist immer Diagnose und da ist auch wieder die Frage. Ne? Sollen wir in der Woche noch mal so ein paar Reparaturvideos reinhauen und sowas? Ne? Man muss das, glaube ich, immer so ein bisschen erklären, warum wir vielleicht manchmal so ein bisschen verwirrten Content haben. Weil wir müssen ja normal arbeiten, damit wir diesen ganzen Kram überhaupt finanzieren können, weil das kostet alles Kohle. Und wenn man das Projekt abgeschlossen hat, dann kann ich die ganze Zeit immer gleich ein neues Projekt. Dann muss ich hier kaufen, da kaufen und all so ein Kram. Und dementsprechend müssen wir halt immer so ein bisschen switchen und sowas. Und genau aus dem Grund machen wir auch das Video jetzt, damit ihr so ein bisschen einfach mal Feedback gebt und sagt, wie ihr das aussehen lassen wollt. Ne? So, weil im Prinzip machen wir es ja für euch. Ne? So, Golf. Ich muss sagen, richtig geil. Also mir gefällt er richtig, richtig gut. So, das ist natürlich immer mit der Lackierung immer so ein bisschen Geschmackssache. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Aber ich finde es derbe geil. Also mir gefällt das richtig gut. Und jetzt kommen wir mal dazu, was halt noch ein bisschen gemacht werden müsste. So, wo wir natürlich auch noch Videos machen können. Ne? Also das, was ich eben aufgezählt habe, ist natürlich klar. Einmal haben wir hier die Einstiege. Ne? Das ist natürlich alles rot. Können wir natürlich so lassen. Kann man aber theoretisch jetzt einmal alles schleifen, vernünftig abkleben alles und dann einfach in matt-schwarz die Einstiege einmal komplett schön machen. Die Innenausstattung ist eigentlich tippitoppi, ne? Also die bräuchte man, kann man vielleicht noch mal ein bisschen aufbereiten, da sind so ein paar Flecken und sowas, so ich sag mal Standard-Gebrauchsspuren, ne? So, aber sonst sieht der Innenraum eigentlich echt gut aus. Dann motormäßig haben wir halt noch gar nichts gemacht, ne? Das kann sein, dass Zahnriemen einmal neu müsse, Ölwechsel, vielleicht so ein paar Dichtungen, der Sift ein bisschen von unten. Ich glaube, die Bremsen vorne waren sogar noch in Ordnung, obwohl die Klötze auch schon einen Ticken runter sind. Aber laut TÜV-Bericht war es, glaube ich, nur hinten. Die Bremsen waren teilweise einfach ein bisschen fest. So. Aber da musste ein bisschen Trommelbremse neu und gut ist. Und hier hinten war ich ein bisschen faul. Da ist noch ein kleines Rostlöchlein. Aber dann ist der eigentlich komplett durchgeschweißt. Und ich sage euch, ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit da reingegangen ist. Wir haben das aber dokumentiert. Ich glaube, alleine an Arbeit haben wir hier
bestimmt 1,5 Wochen versenkt, wenn man das in Mannstunden rechnen würde. Ne? So, und dann kann man sich natürlich vorstellen, da kommt natürlich richtig was zusammen an Kohle. Wir haben aber von vornherein gesagt, Arbeitszeit wird nicht berechnet. Das soll für uns auch ein Spaßprojekt sein, fürs Team. Und ich muss dazu sagen, mit der normalen Arbeit sowas zu kombinieren, ist wirklich schwer. Das heißt, für uns war es auch wieder so ein bisschen stressig zwischendurch, was das Projekt angeht. Aber wir wollen halt schon gerne versuchen, dass wir zum Beispiel den Freitag nehmen, um solche Projekte zu verwirklichen. Und ja, sagt mal Bescheid, wollt ihr, dass der Golf noch ein bisschen weitergeht, ne, dass wir den wirklich fertig machen? Sollen wir ihn verkaufen? Sollen wir ihn versteigern? Sollen wir ihn behalten? Hier in der Firma haben wir schon gesagt, den können wir als Kundenwagen vielleicht auch rausgeben. Aber ich glaube, dafür wäre es vielleicht sogar zu schade, wenn dann ein Kunde über einen Kernstein knallt oder so. Dann war es das auch wieder mit dem Auto. Und neues Projekt, habt ihr Bock auf einen Komplettumbau, was halt einfach ein bisschen länger gehen würde, wie so ein DTM-Umbau einfach selber bauen. Ne? Wo ich persönlich ehrlich gesagt richtig Bock drauf hätte, weil man einfach wirklich mal sehen könnte, was man aus Blech alles bauen kann. Und das war es eigentlich schon mit dem Video. Also viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, haut alles mal in die Kommentare rein, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal natürlich. Also das ist für uns auch sehr wichtig für die Zukunft, damit ihr keine Projekte verpasst, heißt das, sagt Alex. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche.